Hallo, liebe PC Games Hardware-Leser, der Spieleonkel und selbsternannte Tastaturpapst hier von der Gamescom 2017. Und natürlich stehen bei mir die mechanischen Tastaturen ganz stark im Vordergrund. Und jetzt bin ich hier bei Sherry und wir gucken uns mal das neue MX Board 5.0 an. Und da habe ich hier den Tolga. Der ist nämlich derjenige, der das ganze Ding auch entworfen hat und durchkonzipiert und designt und was nicht alles. Ja, dann erzähl mir doch mal ein bisschen darüber. Servus Frank. Also, wir haben hier ein mechanisches Keyboard entworfen mit einer riesengroßen Handbandauflage. Man sieht es hier jetzt in diesem Bild. Das Keyboard ist mit einer roten, anstelle von einer roten Beleuchtung, mit einer weißen Beleuchtung ausgestattet. Mhm. Und inside of it, wir haben unsere Sherry MX Key Switches made in Germany. Warte, ich helfe mal hier. Genau. Wisst ihr, die Tastenkappen sitzen schon mal fest. Man sieht, saubere Fertigung. Ich krieg das nett runter. Ja, da fehlt das Abziehwerkzeug. Habt ihr sowas, nicht? Ah, da sind sie. Da sind sie. Wir haben die MX Silent rote Switches. Das heißt, wir haben diese Stößel mit Abdämpfung unten genauso auch oben so konzipiert, dass man gar kein einziges Pingen oder Klirren von der Tastatur hört. Ja, dann nimmst du mir meine Frage schon vorweg. Das habe ich nämlich festgestellt, schon bei einigen Keyboards macht man Ping Ping. Woran hat das denn gelegen? An den Stößeln, weil wir haben an diesen Stößeln, das sind zwei Komponentenstößel. Wir haben unten eine spezielle Plastik noch, also Rubber, gespritzt und oben genauso. Das heißt, jeder einzelne Klick nach unten sowie nach oben wird nicht mehr klappern. Ich bin gespannt. Also hier ist es jetzt zu laut, hier werde ich das nicht testen können, aber ich gehe bei uns ins Tonlabor. Genau. Ja, mal gucken. Also MX, wir kennen ja dieses 6.0, MX Board 6.0, jetzt 5.0. Wo ist der Unterschied? Ganz einfach. Die Handbandauflage ist erstmal langgezogen. Das heißt, das freut mich übrigens hier. Ist nicht parallel zum Körper, sondern ist mit seiner Hand weg vom Körper. Nummer eins. Nummer zwei, die Handbandauflage ist patentiert. Heißt so viel wie, ich kann mittels dieser Handbandauflage unterschiedliche Winkeleinstellungen durchführen und somit ein eigenes ergonomisches Konzept für mich aufstellen. Das heißt, wir haben insgesamt 8 bis 9 Positionen. Positionen, ne? Wunderbar. Und somit ist es einzigartig auf dem Markt. Mhm. Zielgruppe, Stichwort. Meine Sherry, man kennt es ja, es sind auch immer sehr, sehr, sehr gute Schreibgeräte, muss ich wirklich sagen. Geht dieses Ding in Richtung Gamer oder ist es nach wie vor Schreibgerät mit Gamer-Genen? Also ich bin selber ein Gamer und dementsprechend würde ich das als Schreibgerät für Gamer geeignet betrachten. Hm. Und mit der weißen Beleuchtung ist es auch noch edel und kann man auch im Office-Bereich auch einsetzen. Dann noch die weiße Beleuchtung, das ist ein guter Stichpunkt. Was sprach denn gegen RGB? Preislich oder ist das eben vielleicht der Trend gar nicht, dass der Gamer RGB will? Also wir haben festgestellt bei unserer Benchmark-Analyse, es ist einfach der 100%ige Gamer, der RGB haben möchte. Aber für eine RGB brauchst du auch eine RGB-Software, die das auch richtig steuert. Ja, und da haben wir uns gedacht, lieber nicht. Wir würden gerne lieber ohne Software, das heißt, das ganze Keyboard funktioniert mit Plug and Play. Einfach Keyboard anstecken, du hast die weiße Beleuchtung, du hast unterschiedliche Modifikationen, wo du das Herzrhythmus, solche Sachen kannst du einstellen. Und auch deine Beleuchtung kannst du auch runterdimmen oder gar komplett ausschalten. Und wichtig ist, es soll wirklich überall einsetzbar sein. Nicht nur im Gaming-Bereich, sondern auch im Office-Bereich. Also ein Tausendsasser sozusagen. Ja. Also wie gesagt, diese ganze ergonomische Geschichte, da bin ich schon mal sehr, das finde ich echt gut. Gut, RGB haben wir geklärt, warum nicht. Aber das ist wirklich... Allein die Füße sind 2K-Füße. Das heißt, das ist nicht einfach ein Plastik, oben drüber dann nur noch Rubber. Sondern wir haben hier... Erster Schuss ist das schwarze Plastik und danach kommt der richtige Schuss rot. Das heißt so viel wie, wir haben an diesem Keyboard 2K-Tasten, anstelle von 2K, also richtige 2 Komponenten. Komponenten, ne? Genau. Ne, schön. Also ich bin... Dann geht es nochmal da vorne auch noch auf. Auch noch, ne? Jawohl. Also ich... Ja, dann kann ich nur schon mal gleich sagen, Ergonomie-Note sehr gut. Brauchen wir gar... Leg doch mal deine Hand drauf. Ja. Ich halte mal den Mikrofon. Ja, genau, super. Ah ja, sonst, vor allem, da muss man sich hier gar nicht... Das ist sehr, ich sag jetzt mal, geil. Ist gut, ist schön. Gefällt mir sehr gut. Vor allem, wenn ich dann mal tippen muss. Ja. Also gut. Ich bin im Einsatz in unserem Office. Du hörst gar nichts davon. Mhm. Jetzt sehe ich gerade, einen habe ich noch, sozusagen. Doppelbelegung, F-Tasten.
Trend oder hättet ihr es gerne anders gemacht, aber eben wenn man sich an dieses Standard-Layout hält und nicht noch zusätzliche Knöpfe macht, ging es halt nicht anders? Du musst genauso im Gaming-Bereich oder Office-Bereich, musst du ein bisschen Platz sparend arbeiten. Das heißt, so viel wie du hast nicht so viel Platz an deinem Tisch und dementsprechend machst du es nicht größer, breiter. Nur bestimmte Bereiche von Gaming braucht es in dem Fall. Und deswegen kannst du mittels von der Beleuchtungskonzeption, also wir haben gesagt, wir tun die Doppelbelegung bei den F-Tasten, dann hast du es wirklich mit der Funktionstaste gut abgedämmt und du bist auf der sicheren Seite. Ja, dann habe ich jetzt wirklich die letzte Frage. Ich weiß gar nicht, ob die schon mal gestellt wurde. Also ich habe sie schon mal woanders gestellt, aber auch euch, wenn man mal hier schaut, kann man mit der Kamera mal drauf gehen, was erkennt man? Eins, top geleuchtet, ja. Ausrufezeichen, matt ist gar nicht. Genau. Wo ist das Problem? Kauft ihr die Keycaps zu oder habt ihr mal überlegt, die Diodenposition im Schalter zu ändern? Das Problem ist, die Diode ist im oberen Drittel vom Schalter. Ja, eben. Und dementsprechend hast du natürlich diese untere Reihe nicht so gut ausgeleuchtet. Wir arbeiten auch natürlich an neuen Schaltern. Und dementsprechend kommt es schon dazu raus, dass wir die Ausleuchtung mittig machen, sodass alle Symbole auf diese Tastenkappe richtig ausleuchten. Lasst ihr euch da vielleicht inspirieren von jemandem, der die Diode in der Mitte des Stems hat? Wir lassen uns nicht inspirieren. Wir geben vor. Ihr macht das. Genau. Ja, dann ist gut. Ja, dann, das will ich dir mal glauben. Ja, liebe Hardware-Leser, das ist doch hier was Feines. Vor allen Dingen, ich bin zufrieden. Das Ding kriegen wir natürlich bald als Testmuster. Wird natürlich auch ausführlich getestet. So, dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Termin. Ich habe bestimmt euch noch was zu berichten heute.